In dieser Folge von ChaosCraft spielen wir so lange, bis es im Nether regnet. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem munteren Vanilla-Mod-Let's-Play in Minecraft. ChaosCraft 3 mit dem allseits beliebten Lokopa, Alter. Und dem Nachher natürlich. Ach, guck mal hier, jetzt hast du hier mal deine Tür gefixt. Cool. Das gefällt mir. Das ist ein Creeper, der rennt die ganze Zeit hier rum. Ja, in der letzten Folge haben wir was gemacht? Ziemlich viel durcheinander. Ziemlich viel durcheinander. Also am Anfang, also irgendwie wird ich habe versucht, dich zu taufen, aber ich konnte den Teufel nicht austreiben. Ja. Wieso kriegen deine Schweine sterben die ganze Zeit? Ernsthaft jetzt? Ja. Was machst du mit meinen Schweinen? Nichts. Da ist ein schwarzes Schwein und das kriegt Schaden. Guck dir das mal an. Ein schwarzes Schwein. Eben gerade war da ein Hä? Die stampfen. Die Kiste. Die fallen die ganze Zeit auf diese Kiste runter. Bau die mal ab jetzt. Kriegst du die echt nicht ab? Das kann ich nicht. Nein. Ja, warte. Wieso kannst du die. Ist das so eine Security-Kiste? Ich bin rausgeflogen. Egal, ich muss schneiden, komm. Ist wurscht. Ja, ich weiß. Ist trotzdem blöd. Ja. Okay, dann möchte ich mal gleich ein Experiment machen. Wenn du wieder da bist, dann baue ich nochmal die kleine Kiste ab und dann gucken wir mal, ob du wieder runterfliegst. Das werden wir gleich testen. Alter, meine ganzen Schweine sterben. Wieso? Ich habe doch die Kiste in der Hand. Passiert doch nichts. Ja, dann bau die Kiste irgendwo anders hin. Wenn du noch einmal meine Farm baust, brenne ich dein ganzes Haus. Ich wusste ja nicht, dass sie so gefährlich ist. Ja, aber jetzt weißt du es. Ja gut, ich habe sie zwar zusammengezimmert, aber... Ja gut. So. Bist wieder da. Warte. 4, 7, los. So. Na? Ich habe deine Durchreiche ein bisschen erweitert. Wenn du da jetzt eine... Ey, ich erschlag dich einfach. Ich habe das System ein bisschen verbessert. Also wir können da jetzt immer Sachen reinlegen und dann kannst du sie annehmen. Mach das nicht, sonst fliege ich vom... Nein! Sonst stürzt meine Minecraft-Version ab. Nein, lass mich... Nein, du bist so ein Penner! Echt? Ich hab die doch gar nicht genommen! Hä? Jetzt hab ich sie. Nein. Okay, ich hab das jetzt Gefühl... Jetzt bin ich auch runtergekommen. Ich hab das Gefühl, wir müssen mehr Mods rausnehmen als hinzufügen. Das irgendwann stehen wir da nur noch nackt und haben nichts mehr. Oh, was ein Käse. Das ist unglaublich. Was für eine? Gouda, Emmentaler, Mozzarella, Massama, Leerdammer. Hüttenkäse. So. So, dann baue ich die mal schnell wieder ab. Hä? Ich glaube, oder obwohl, ich glaube, die kannst du jetzt nicht mehr abbauen, ne? Jetzt vorbei. Jetzt die Kiste offen. Hä? Sind die total komisch. So. Was, wenn ich die aufmache, geht die zu? Und wenn ich die zumache, geht sie auf? Das verstehe ich nicht. Kannst du die jetzt noch entfernen? 3, 2, 1 und tada. Und wieder abgeschmiert. Jetzt lass die Kiste sein. Oh, mein Ich hab nichts gemacht, ich wollte nur gucken, wo sie ist. Ich wäre fast dafür, die Folge nochmal neu anzufangen, weil es so viel Schnittarbeit sein wird. Ja, ich glaube auch. Oh, ich stehe direkt über der Kiste. Warte, okay. Nimm das Teufelswerk weg. Ich hab die jetzt eingebaut, damit wir sie bloß nicht wiederfinden. Aber jetzt weiß ich, wie ich deinen Minecraft zum Abschluss bringe. Okay. So. 3, 2, 1, jetzt! Ja, du musst anfangen. Scheiße, sorry. Können wir einfach weiterlaufen lassen? Schnell ja, zusammen. Mach, los. Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem munteren Vanilla-Mod-Let's-Play in Minecraft. ChaosCraft 3 mit dem allseits beliebten Lilkopa. Und dem Lager natürlich. So. Genau, in der letzten Folge haben wir einiges. In der letzten Folge hast du mich versucht wieder zu ertränken, richtig? Ja. Aber das ist keine Chance mit meinem Blockocopter und meinem Lucky Sword. Richtig? Jetzt. Boah, ey, wie so eine Mücke, weißt du? Wenn du irgendwie im Bett liegst oder so, du kannst dich schlafen, aber. Nur, dass du das Ding nicht hier schlagen kannst. Mann! Und ich geb dir noch dieses. Es ist echt wie, als wärst du irgendwie von der Tarantel gestochen oder so. Hallo, ich weiß, dass ich glänze und ich weiß nicht, habe ich irgendwie Honig am Hintern oder was los? Komm, geh weg! Ksch, ksch, ksch. Hast du nichts Besseres zu tun? Mann, ich bin hier sowieso perfekt ausgerüstet. Wo ist mein Lucky Sword?
Mein Lucky Sword ist. Nee, ich hab's. Ich bin unbesiegt. Okay. Ich zähle bis 3. 1, 2, 3. Hä? Hallo, ich schlag dich doch! Ey, wo bringst du mich hin? Mist. Woo! Was ist das? Was denn? Da kam irgendwie ganz viel Blaze Powder oder sowas aus meinem Schwert. Ist jetzt alles ins Wasser gefallen. Das war so eine ganz, irgendwie so ein Special Effekt mal wieder. Okay. Aber ich konnte nichts einsammeln. Oh Mann, jetzt hör doch mal auf mit dem Mist. Das ist die Kiste, oder? Also, nein! Die Kiste ist tabu im Übrigen. Wir hatten eben gerade schon eine Fail-Aufnahme. Ich hol die Kiste. Die ist tabu, haben wir gesagt. Ich hol die Kiste, wenn du dich nicht benimmst. Wo ist sie überhaupt? Tja, das weiß nur ich. Hier unten? Nein. So, du lenkst ab. Ich werde eine Todesfalle für dich vorbereiten, dann werde ich dich ertränken. Ich habe hier noch einen Stampfer. Gehört er dir? Wahrscheinlich. Ich tu den mal. Wo ist denn die kleine Kiste? Da hatte ich die doch. Ich tu die mal hier in deinen Ofen. Ja, kannst sie rausnehmen. Quatsch. So. Gut. Wieso habe ich denn hier Instant Health und Regeneration 3 konstant? Kannst du mir das mal bitte verraten? Cheater. Ich cheate nicht. Ich habe hier Instant Health und Regeneration 3. Woher kommt das? Le Schummler. Ich habe auch kein Pet aktiv. Hä? Le Schummler. Nein, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also ein richtiger Schummler hätte das jetzt genauso gesagt. Ich ignoriere das jetzt einfach. Mir ist das wurscht. So, ich habe nämlich noch ein bisschen was geplant. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Ich mache hier immer noch das Wasser weg. Ja. Nein, lass das doch. Ich mache das irgendwann offscreen. Komm. So. Du kannst gerne deinem. Was du sollst. Aha. Guck mal hier. Aha. So. Dum-di-dum. So. Also. Ich hatte hier doch irgendwo. Achso, ich brauch noch. Ach, dann hast du mit dem Scheiß angefangen. Ja, genau, ich erinnere mich. Ich habe keinen Glowstone mehr. Doch, da. Oh, halt die Gosch! Rechts gesagt. Das ist mir egal, du nervst. Ach, das Spongebett braucht die Dinger, ich erinnere mich. Ich habe definitiv zu wenig Platz in meiner Kiste. So. Ach Mensch, 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 Mensch. Lass uns ins Ende gehen. Hast du dein Screenshot offen, deine Screenshots zum Bauen? Nö. Was willst du denn im Ende, als ob du das packen würdest? Hm? Das Ende? Ich habe genug Pets. Ja? Sag mal, kannst du eigentlich im Nether mit diesem Pet, mit dem Schwammpad Wasser spawnen? Weiß ich gar nicht. Im Ende oder im Nether hast du gesagt? Im Nether. Kannst du mal ausprobieren, wenn du willst. Das wäre doch jetzt so ein kleines Projekt für dich, oder? Ja. Ich will am liebsten noch 5 weitere Folgen gleich aufnehmen. Wir haben hier, ich habe hier Instant Health und Regeneration konstant. Das ist voll cool. Ich habe das Gefühl, wenn ich Milch trinke, dann ist alles weg. Trink mal Milch. Nein. Doch. Ich kriege hier echt noch die Krise. Oh, Mann! Das blöde Skype hier. So, also. Kriegt die ganze Zeit dann, das da. So. Okay, also, das Häuschen. Das sieht schon mal richtig gut aus eigentlich, oder? So. Und jetzt möchte ich mal gucken, ob das auch von oben soweit stimmt. So, das sieht alles sehr gut aus. Und jetzt habe ich hier, ich brauche dringend noch Wolle. Ja, wie gesagt, also in der letzten Woche haben wir ein bisschen rumgealbert und jetzt in den letzten 10 Minuten. Ist schon wieder so viel um. Ja, deswegen habe ich das nochmal extra betont, damit du ein schlechtes Gewissen bekommst, weil du mich die ganze Zeit nervst. Quatsch. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen. So, Penner. So, schwarze Wolle. Was macht dein Nyanpick-Launcher? Hast du den auch nochmal ausprobiert? Dem geht's gut. Dem geht's gut, ja? Ja. So, guck mal hier, ich sollte Friseur werden hier, das ist ja unglaublich. So. Baust du es hier auch gerade ein? Was? Nein, nein. Ich habe gerade schwarze Wolle eingesammelt. So. Oh ja, ich weiß noch, was ich jetzt mache. Ich habe gleich ein Geschenk für dich. Also nichts Böses, nichts Böses. Aha.
Ich freue mich. Ja, da kannst du dich wirklich drauf freuen. Doch. Ich habe wirklich was ganz Cooles. Komm schon. Ich muss es nur finden. Moment. Du bist immer so. Was ist los? Du denkst immer, was stimmt so von mir, hä? Ja. Ja? Ich kenne dich ja auch schon eine Weile. Ja, wie lang denn? Das will ich jetzt nicht offenlegen. Die anderen halten mich alle für bekloppt. So lang? Ernsthaft? Ja. Ich will was ausprobieren. Wer hat den Sapling da hingesetzt? Oh. Ich glaube, ich war das sogar. So, hier. Komm mal her. Ich habe was ganz Tolles. Hier, zu dir. Zu mir. Da, zack. Tada. Grad gewachsen. Ein Kleeblatt. Ja. Du kannst mich damit nicht hochheben. Nein! Nein, 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 nix da, nix da. Ist es jetzt ein Unlucky Kleeblatt? Nein, sowas gibt es nicht. Woo! Was ist das? Ein Creeper. Nein, hier, da ist doch da. Weißt du, was passiert, wenn ich diesen Creeper aufnehme? Da ist doch dein Item, jetzt willst du es nicht behalten. Guck mal. Ja, es explodiert, ich weiß. Super, hast du toll hingekriegt. Das war jetzt, ich dachte, der fliegt weiter. Oh, eine Schallplatte. Cool. Ja, aber sein Glück, dass ich den Sound hier immer noch so leise habe. Ich höre ihn momentan gar nicht. Ja, ja. Ich habe noch ein Kleeblatt. Hui. Ein Seed. Ist das dein Ernst? Wow. Ich hätte lieber das Kleeblatt. Mann. Ich will noch mehr Kleeblätter haben. Och, komm schon. Ich habe noch 4 Redstone-Lampen. Sind gar nicht mal so häufig zu finden. Was denn, die Kleeblätter? Ja. Wie baut man die denn? Die kannst du nicht bauen. Wie bekommst du die? Ja, wie bekommst du die wohl? Indem du Blätter abschlägst. Nein, echt natürlich jetzt? Gras. Hä? Gras einfach zerstören und irgendwann blöppen die da raus. Ach so? Da kommst du, das ist halt total lustig eigentlich. Ich weiß auch nicht, das warum. Alles. Die... Aber nicht immer, also nur zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit halt, ne? Da, ich habe eins. So. Woo! Ich könnte natürlich auch so einen Wettbewerb machen. Irgendwie, wer die meisten findet oder, na gut, das könnte eventuell langweilig sein. Ja. Aber... Vor allem, weil ich gewinnen würde. Was? Weil du nie gewinnen würdest? Weil ich gewinnen würde. Moment mal, was sind das eigentlich hier für Samen? Ich weiß nicht. Alter. So, ich hab 2 Kleeblätter. Hä? Und 2 Kleeblätter. Zack. Ich bin gespannt, wann du es merkst. Huch! Was war das denn? Hä? Wo bist du denn? Bei dir. Yellow Stained Glass. Okay. Moment. Wie sieht das denn aus? Mal gucken. Bei dir ist so hell. Ah, cool. Nicht schlecht. Was haben wir jetzt? Was ist das? Fisch. I. Gucken, schwimmt der noch? Ich glaube, der ist tot. Das machst du echt super. Ich weiß doch nicht, was du vorhast. Das macht voll Spaß. Geht das, guck mal, das geht auch mit dem Köln hier. Ich würde mir an deiner Stelle mal das Haus, wenn du jetzt auf meine Farm knallst. Ist was kaputt gegangen? Hast Glück gehabt. Gut. Was hast du denn gemacht? Nix. Ey, du bist doch... Das darf so nicht wahr sein. Ach, oh, dein cool, Kakaobohnen geht das auch. Man kann nur das geerntet. Was kann man damit? Guck mal her. Moment, deine, ich würde mal deine Kokosnüsse ernten. Die sind gerade am runterfallen. Die sind schon so schwer. Komm mal an deine Farm jetzt. Kokosnüsse sind Kakaobohnen, du Vogel. Kakaobohnen, ja, Entschuldigung. Guck hier. Wo? Ja? Huch! Hey, das geht doch nicht mal kaputt? Nee. Ach, wie geil. Ja. Cool. Das ist cool. Das gefällt mir. Das ist cool. Lass es bitte. Ah, das habe ich heute schon. Okay. So. Muss ich das hier gerade mal wieder reparieren? Was soll ich damit? Oder Kokosnüsse. Ja, ist doch dasselbe. Ja, ja, klar, ich meine... Kokosnüsse, Kakaobohnen, alles. Ja, drin. Ich weiß, ich hab mich versprochen. So. Ja, ja. Ja, komm. Ja, die liegen da auf dem Boden, die sind da einfach runtergefallen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Das war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Die sind nicht auf dem Boden, die sind im Geäst hängen geblieben.
Hey, hier unten lagen doch welche, oder? Ah, hier, ja, super. Hey, die gehen ja kaputt. Was zum? Ja, ja weil die nicht. Ah, danke ja. Für den Fisch, der ist sehr praktisch für meinen. Ja, danke. Du hast doch eh viel zu viele. Ah, oh, da geht der Creeper wieder, der nächste Creeper zu dir. Sehr schön. Wieso? Wo, so. Wie kommen die alle bei dir rein? Hm? Keine Ahnung. Nein! Irgendwann schaffe ich's. So. Jetzt hör auf mit dem Mist. So. Genau. So. Was war das? Das baust du wieder auf. Ja. Und du fragst dich, wie die Creeper hier reinkommen. Oh, das kann ich mir gar nicht. Ich kann mir das auch nicht erklären. Ich kann mir das auch überhaupt nicht erklären. Depp. So. Was denn? Ja, weil was? Weil du hier wie Scheiße was? Gebaut hast, kommen die jetzt hier rein. Jetzt bin ich wieder dran schuld. Ja, natürlich. Shit, das ist falsch. So. Von meinem Grund kommen die nicht. Ja, willst du nicht mal in deinem Haus ein bisschen bauen? Nö. Weil ich es wieder, weil ich sowieso kaputt machen werde, oder was? Ja. Nein, nein, nein. So. Ich muss doch noch was essen. Also, na dann. Im RL. Ach so, du hast ja sogar, was hast du denn diesmal dabei? Salat. Schon wieder? Ist heute kein Cheat Day? Heute ist kein Cheat Day, genau. Heute ist kein Cheat Day. Ja. Schade. Sonst wäre ich jetzt wieder in Game Mode gegangen. Tja, Pech gehabt. Oh. Ist aber blöd. Das, das, das. Hast du Blaze Powder? Kann sein. Würdest du mir jetzt abdrücken? Eins. Ja, eins. Nee, ich habe nur eine Blaze Rod und die brauche ich selber. Sicher, du hast doch gerade eh ganz viel Blaze Powder aus deinem Dingster geholt, hast du gesagt. Nee, ich konnte die ja nicht einsammeln. Die kamen da raus. Ja, aber da, ja, in der Ender Chest. Guck mal ganz genau in der Ender Chest nach. Da könnte eventuell was zwischenliegen. Ja, ich habe gedacht, wie du hier direkt alle meine Kisten scannst. Das ist ja unglaublich. Ich war mir nicht sicher, ob ich. Ah, hier stimmt, hier steht noch eine Kiste neben dran, die du nicht mehr siehst. Wo? Nix. Wo? Gar nicht. Du bist so ein Penner, du machst mich die ganze Zeit nach. Was, ich mach die ganze Zeit. Ah, da ist doch welches! Was? Ach nee, das ist Kloster und das. Entschuldigung. Ah, die ist leer, die große Kiste. Da ist ja gar nichts drin. Ja, wie kommt das? Wie, warum nur? Das verstehe ich aber auch nicht. Ich auch nicht. So, pass auf, jetzt gehe ich. Jetzt mache ich was ganz Tolles. Ich nehme jetzt das Spongepad. Spongepad. Bist du Pet? Nein, ich bin Spongepad. Und ich nehme das. Das Dingspad hier. Diese na? Schmerzen. So, und jetzt gehe ich in den Nether. Ja, dann berichte mal bitte. Haben wir noch funktionierendes Portal eigentlich? Irgendwo? Lass mal wetten. Um einen Diamanten, ob's funktioniert. Wir haben kein funktionierendes Portal mehr, oder? Das kann sein. Aber lass mal wetten. Glaubst du, dass wir, dass man damit Wasser spawnen kann oder nicht? Ich weiß es wirklich nicht. Funktioniert dein Pet auch, wenn du im Nether bist, also dein Katzenpet? Hey, ich habe eigentlich Blast Protection. Hm? Naja, wieso soll es nicht funktionieren? Ja, weil du in einer anderen. Geil, Dimension. Ich kann Wasser setzen. Ich dachte, wir wollten wetten. Naja. Ja, ich hab die Wette gewonnen. Wie? Ich hab's doch bereits gesagt. Ich setz das Ganze in den Nether unter Wasser. Oh Mann, ey. Kann ich damit auch Obsidian im Nether spawnen? Geil, das so. Geht! Haha! Cool. Ich mach hier alles dicht. Das ist ja geil. Ich mach hier alles dicht. Oh, es wird so dunkel auf einmal. Du passt die Umgebung an. Okay. Bist ja auch immer so dicht. Ah, geil! Das ganze Nether ist einfach gleich in einem riesen Schwimmbad. Hast du schon unser Hallenbad gesehen? Ach, da bist du ja schon. Ja, das habe ich gerade gesehen. Oh verdammt, das hat nicht geklappt. Ist doch cool, oder nicht? Ach so, man kann hier keine Plätze spawnen. Doch, du hast mich erwähnt. Ach genau, weißt du, was ich die ganze Zeit machen wollte? Na? Wir hatten das, glaube ich, in der allerersten Epoche mal getestet. Die Zeit ist sowieso gleich um. Oder ist schon rum, aber ich möchte das gerne noch ganz kurz probieren. Und zwar in der Höhle haben wir mal einen Blitz gespawnt. Und das hat funktioniert. Und ich wollte gucken, ob da ein Loch irgendwie entstanden ist, dass man quasi ganz einfach wieder nach oben fliegen kann. Verstehst du, was ich meine? Ja, nein, das funktioniert nicht.
Hast du schon mal getestet? Wenn der Blitz sogar unten ankommt? Ich glaube nicht. Ja, warte mal. Ich möchte das nochmal ganz kurz testen. Das wäre richtig cool. Mann, jetzt brauche ich so ein blödes Blaze. Wo sind die denn? Okay, du kannst mir entweder Blaze Powder geben oder... Ah, hier ist ein Spawner. Ich setze den Spawner einfach unter Wasser, okay? Ja. Regnet schon wieder. So, warte, ich bin jetzt in der Höhle. Ah, ist tatsächlich kein Loch entstanden. Das macht aber... Oh, Mann, das wäre doch richtig cool gewesen. Oh, schade. Ja, und ich habe jetzt einen Blaze-Spawner unter Wasser gesetzt. Das heißt, alle Fische, die rauskommen, sterben direkt. Das ist natürlich praktisch. Ja, das ist voll cool. Du kannst ganz viel farmen, ne? Theoretisch schon, du musst dich nur neben dran stellen. Oh Mann, die spawnen weit genug weg. So, ich habe mal wieder nichts geschafft. Gut. Ja, wie kriege ich aus dem Blaze-Powder? Vor allem, die sterben nach einem Hit? Nach einem Hit schon? Ja. Ernsthaft? Aber ich war doch, Moment mal, bei diesem Chaos-Kram, ja, ich weiß warum. Warum? Ich habe das entsprechende Pad. Gut, ich würde sagen... Ja, ich komme gerade wieder aus dem Messer. Das war's dann von... Was? Wehe. Das war's dann von uns. Und, ich würde sagen, wir sehen... Nein, das geht nicht! Nein! Gut, demnach war es das von uns, ne? Nein! Shit! Wie gesagt, das entsprechende Pad. So, ja genau, das war's dann von uns. Ich bin euch versuchen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden. Wenn das der Fall sein sollte, lasst ein Abo da, Like oder Kommentar. Ansonsten sehen wir uns schon beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und verdammt. Tschüss! Ciao!